Here we go. Go, go, go. Ich habe übrigens gerade, heute Mittag oder vorhin mit dem Grave mal kurz über die Dungeon gesprochen und wir könnten eigentlich mal in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar morgen oder vielleicht sogar gleich, kommt drauf an, wie ihr so gerade lustig seid, eine Expedition machen in einen Dungeon. Afka. Und deswegen crafte ich mir auch mal eine Eisenrüstung. Kann nicht sein, dass alle mit einer Eisenrüstung rumlaufen. Außer ich. Ich nicht. Ich hab nix, Max, nix. Ja, aber ich glaube, eine Eisenrüstung wäre für dieses eine Dungeon. Na, warum macht ihr es nicht? Also ich hab eine, so ist es nicht. Besonderen Tagen. Ich crafte mir jetzt einfach mal eine Eisenrüstung. Und das wäre eigentlich dann genau die richtige Rüstung, um dann auch mal in so einen Dungeon zu gehen, da wo es heiß ist. Also du warst ja glaube ich nicht mit dabei. Nee. Das ist direkt in der Nähe von eurer Base. Direkt unsere alten Base unten drunter. Also wir haben genau auf dem Felsen oben drauf gebaut und dieses Dungeon ist genau unten drunter. Und da ist Lava. Wir sind nicht weit gekommen. Wir sind direkt angegriffen worden und automatisch, wir waren auch Low Level. Automatisch ist gleich gestorben, weil er nur Lex hatte. Dann wer ist noch gestorben? Witz ist auch gestorben. Wie sehe ich aus, ey? Ich sehe aus wie so ein Mongole in einer Konservenbüchse. Also wie immer. Ja. Ach du Scheiß, Ding, Ding, du blöd, Ding, Dang, Bumm. Oh Gott, mit der. Okay. Armbrust geschossen, ohne zu wollen. Aber das mache ich doch eigentlich immer. Das ist nicht Standard. Oh, warum liegt denn der Grave denn da? Oh. Habe ich erst auch mal eine Eisenrüstung. Rüstung. Okay, passt ja gar nicht rein. Dann müssen wir mal einen Rüstungsschrank machen. Guck, wie das aussieht so. Alter, sehe ich hässlich aus. Geil. Find ich gut. Okay, hier liegen ja haufenweise Kanonen, Waffen und alles drumherum herum. Jetzt mal alles aufsammeln, was es hier so gibt. Gibt doch auch eine Möglichkeit, das ein bisschen vernünftiger zu planen. So, was haben wir hier noch drin? Auch noch Klamotten? Nö. Was ist dunkel hier in der Ecke? So. Oh. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu schwer. Nö. Ganz Klamotten dabei. Ganz Rüstung. So. Wieder da. Hallo. Kram. Hallo. Kram. Kann ich was kaufen? Nein. No. Dang. So, ich habe mir gerade eine Eisenrüstung auch mal gecraftet. Weil
Wir hatten ja gesagt, dass wir vielleicht mal irgendwann mal in den Dungeon wollen. Hm. Und dann habe ich wenigstens schon eine Eisenrüstung. Jetzt färbe ich mir die auch noch passend. Das sieht mit deinem Brustkorb ein bisschen ausgebeult aus. Das sieht total behindert aus. Aber das macht nichts. Naja, wenn du die Rüstung abziehst, sieht's auch nicht besser aus. Ist Gewohnheit. Du bist immer so liebevoll. Immer. Immer. Nur. Ich kann gar nicht anders. Ja. Oh Gott. So. Und in Farbe und bunt. Ja, und ich habe nicht die richtige Farbe da. Was hast du? Oh, nee. Text. Stimmt ja auch, wir haben ja auch noch. Dolphin Jump! Regen! Dex, schlimmster Albtraum. Dex hat was vor. Regen! Ja. Scheiß Spiele. Immer Regen deinstallieren. Ja. Schrägstrich Tunnel Downfall. Genau. Ja, ganz einfach. Sieht nicht gut aus. Guck, wie das aussieht. Eigentlich müsstest du warten, bis es hell ist, dann siehst du mehr von der Rüstung. Wie bei meinem Rex auch. Das siehst du auch bei Tag besser. Das kann sein. Ja, das sieht gut aus. Aber ein bisschen färben ist ganz gut. Kann ich auch mal machen. Was machst du da? Catwalk. So. Okay. Ich wollte mal so eine kleine Probefahrt mit meinem Boot machen. Also ich habe das heimlich gecraftet. Ohne Aufnahme. Skandal. So ein böser Mann. Das geht gar nicht. So ein böser Mann. Finde ich auch. Wie sollte man einsperren? Hinrichten. Bei hinrichten lässt sich ja einrichten. Der arme Henker. So. Wir bräuchten hier mal noch ein Vordach, damit es sich so reinregnet, wenn der Wind stärker ist. Du hast Bäume gehackt, habe ich gehört? Ja. Was hast du denn gecraftet? Nix. Was? Du, boah. Was, Tetsch ist so voll? Was ist denn Tetsch voll? Holz voll? Jetzt muss ich noch Eisen, Stein voll sein, dann krieg ich einen Orgasmus. Nee, das Zonk. Nicht. Aber wir haben so viel Holz, dass ich das sogar noch hier in eine Kiste reinpacken muss. Ja, das war geil. Wo war denn das jetzt? Welche Kiste war das? Ah, irgendwo halt. Ich habe diese Kiste hier übrigens leer gemacht. Hier, warte, machen wir ganz leer. Diese graue Kiste, ich habe jetzt oben die ganzen Armors, also die ganzen Rüstungsteile, habe ich oben reingequetscht.
Weil ich habe jetzt meine Zitin-Rüstung ausgezogen und war kurz nackig. Deswegen ne, bin ich nach oben gegangen. Oh nein. Das wird doch keiner sehen. Doch. Weißt du, was wir machen, Grave? Du hast immer noch keinen Adler, oder? Nein. Mann. Dann hätten wir wenigstens mal eine Tour machen können. Wir könnten eigentlich mit dem T-Rex und mit dem Spiegel da hochrennen, ne? Wohin? Zum Eisenberg. Na ja, klar. Wir können auch bis zum Vulkan. Nö, sowieso. Ja. Ja. Da geht ja ein Weg hoch. Wir müssen nur eben aufpassen, dass wir kein... Mann, hört sich immer an, auf zu regnen. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheißregen hier. Oh, die halten Dach. Wir stehen nur in unserem Dach. Auf den deutsches Dach. Haben wir irgendwo noch Fackeln? Nee, ne? Aus Metall. Deutschen Kropfstahl. Oh, Hilfe. Ich will, dass es wieder Tag wird. Ich will, dass der Grave geht. Ich sehe gar nichts. Jetzt macht wieder Fenster auf und zu. Ach, ich habe hier irgendwo eine Rifle drin gesehen. War das deine? Ja, das ist meine. Habe ich schon wieder. Ach so. Also, der leuchte ich dich gerade an. Was braucht man eigentlich für dieses Flashlight? Sachen. Perlen? Kristall... Perlen brauchen wir dafür? Ich gucke mal. Was, Perlen? Ich komm mich nur an. Ich guck jetzt mal. Du brauchst 40 Metallbarren, 40 Kristall und 10 Electronic. Weil du hast 10 Electronics, brauchst du nämlich, Perlen. Das wusste ich. Ich habe nämlich hier 36 oder 40 Perlen drin gehabt. Die sind alle verschwunden, du Arsch. Komm her. Brauchst gar nicht, um den Smitty wegzulaufen, du. Die sind im Fabricator drin. Ja, ja, Fabricator. Den Fabricator sind 6 oder so. Dieb. Der wird ja auch gleich. Geht dann in den Fabrikator. Hast du ein Flashlight gecraftet? Woher weißt du das? Weißt du, ich hab das gerade gelernt mit dem Engram, ja? Und er so ganz lässig. Ja, das käme so von der Anzahl der Kristalle her, die fehlt. So, what the fuck? Führt er jetzt Buch? Soll ich jetzt Zahnuntersuchung machen? Ja, Du brauchst unbedingt wie ein Adler. Wir brauchen mal so einen schnellen Schlepptier. Mach mal hell. Achso, ich wollte mal ganz kurz mein Boot testen. Kommst du mit? Ja. Das klang nach einer Zustimmung. Nöt. Oh, der passt ja auch drauf. Ja. Das, ich wusste gar nicht, dass das Boot so groß ist. Das ist meins? Ja. Ja, mal vorbei, Mann! Ich komm hier unter die Eier rauf. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich feier schon. Ich könnte mich noch umdrehen, dann könnte ich nämlich immer so schnappen. Nach vorne. Schnapp, schnapp. Schnie, schna, schnuppi, schnippi, schnappi, schnupp. Und dann war so, jetzt geh mal weg mit deinem Maul. Ich guck dir genau in den Rachen, Mann. Und da ist ein Delfin gestorben, weil er auf die Plattform ist. Hier, komm, dreh den Saurier mal. Schnell wegfahren, schnell, schnell, schnell. Kannst hinten noch rein. Erstmal noch das Fleisch holen. Genau. Nom, nom, nom. Also hinten rein. Gehst du rückwärts rauf. Rückwärts einpacken tut er.
die Jungfernfahrt sieht gut aus. Blub, blub, blub. Machen wir gleich einen auf Titanic. Also mit der K kann man richtig gut fahren, dann sieht man schön weit. Sobald ich mal wieder reinzoome, sehe ich links das Knie vom T-Rex und rechts die Mauer vom Haus. Ich glaube, ich hätte keine Upper Wall nachbauen sollen. Dann wäre es mir zu flach gewesen. Ich habe keinen Bock, einen Flachwechsel zu haben. Ist schon einer, brauchst du noch einen? Da kommt der Graf wieder mit seinen asozialen Sprüchen. Ich sehe gerade wirklich nicht, wo ich hinfahre. Willst du hin? Ich weiß es nicht, wo waren wir denn jetzt gerade? Ich wollte eigentlich wieder zurückfahren. Links musst du. Links musst du steuern. Links? Ja. Links, ja? Ja. Nicht rechts, links. Links. Und jetzt rechts. Okay, ich guck gerade in das Arschloch vom T-Rex. Sag mal, hat der gerade ein Dodo gegessen? Nein. Du Lügner, ich sehe das doch genau. Ist ein Nebelhorn hier. Ja, mal schön über den Delfin drüber. Okay, war nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Haus ist zu vielleicht zu einen Schritt zu nah, aber es muss so groß sein. Nein, das passt doch. Ja, aber es ist schwer zu fahren, ganz ehrlich. Ja, du bist ja selten alleine mit dem Boot unterwegs. Okay. Ach ja. Wenn man nicht gerade Z heißt. Oh, nö. Warum ist denn jetzt gerade so nebelig wieder? Mann. Ich muss Nebelhorn machen wieder. Schau mal. Es ist schade, dass das der T-Rex im Spiel selber nicht so macht, ne? Wird er ja einfach mal so von sich selber aus als. Doch, macht er auch mal. Nee, noch nie gehört. Ich habe schon so viel gekillt. Also meiner macht's, wenn er mir folgt zum Beispiel, schreit er auch mal los. Ja, aber ich meine jetzt von sich selber aus, der Computer, CPU. Das wäre doch mal geil, wenn er jetzt so gerade einen Spino gekillt hat und dann sich freut und dann, King of the Ring. Motherfucker. Übrigens habe ich jetzt einen neuen Vogel, das ist der Zextro. Ja. Ich hab ihn angefangen zu zähmen und der Z hat ihn zu Ende gezähmt und er durfte sich den Namen aussuchen. Ist aber nett. Und deswegen heißt er jetzt Zextro. Ich habe extra ein A hingemacht, dass du dann Zextro sagst und nicht Zextro. Zextro also. Dann Zextro. Zextro. Ja, sexuelle Belästigung. Nee, der Name war zu lang. Ist er nur. Nix ist. Wo bin ich denn hier? Immer auf dem Berg oder nicht auf dem Berg? Also wir sind wirklich. Okay. Kommt jemand mit? Ja, dann muss ich erstmal mal meine Sachen reparieren. Immer völlig am Arsch. Hätte ich das da hinbauen sollen? Boah, da sieht mein Figur sieht echt hässlich aus. Ja, kann man im Nachhinein nicht so wirklich ändern, ne? Was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich zieh mal meine Mütze wieder an. Nee, kann man nicht. So, ich tue mal meine Skinmütze wieder hier rein und ziehe mal wieder meine ganz normale Mütze an. Deine Zipfelmütze? Ja, die finde ich gut. Die Piratenmütze. Ja, macht dem Spaß, immer da zu drücken. Ich kann den ganzen Tag mit verbringen. Eine schlechte Verdauung, der Kerl. Okay, habe ich jetzt eigentlich alles dabei? Mal kurz gucken. Ach, Narkotik habe ich dabei. Ich weiß auch nicht warum. Ja, bitte wieder Schläfchen machen. Scheiße. Der ist krank, ja. Hä?
Der ist krank. Ja, das arme Maufi. Oh. Ich würde mir auch mal eine Pump-Action craften. Pump-Action will ich auch noch machen, aber ich warte noch. Achso, ich muss ja eh die Shotgun dann vorher noch craften. Oder erlernen. Was brauche ich denn dafür? Ich habe keinen Bock, die ganzen Sachen jetzt nur mit da unten zu nehmen und dann wieder nach oben zu laufen, wenn was fehlt. Die Pump-Action oder hast du die schon? Ja, ich habe alles. Ich habe alles, Alter, ich bin so krass. Ganze komplette System habe ich gebaut. 30 Metallbarren, 55 Polymer, 45 Zementpaste. Wo habe ich Polymer? Wo kriege ich denn das her? Paprika. Dafür brauchst du Obsidian und Zementpaste. Okay. Du brauchst sehr viel Obsidian, sehr viel Zementpaste. Okay, ich sehe gerade übrigens, dass meine Spitzhacke am Arsch ist. Nicht im, sondern am. Und deswegen. Wenn wir oben auf dem Berg, gibt's da nicht Obsidian? Ich glaube doch schon, oder? Ja. Aber neben Vulkan ja, aber nicht hier. Ja, wir wollten noch... Im Rennen ist das ziemlich versteckt, weil das siehst du kaum. Okay. Dann will ich nachher mal mit dem Messerschmitz da hochfliegen. So. Hopp! Oh, Spino! Wenn er jetzt einen Plan für den Sattel findet, guckt euch den Plan mal genau an, auch wenn der grau ist. Die haben unterschiedliche Rüstungswerte. Mhm. Ich habe übrigens einen Mammutsattel vorhin bekommen. Okay, cool. Ich komme den nochmal auch zweimal. Nicht schlecht. Habe ich oben in den Schrank getan. Also wir wollen jetzt mal ganz kurz hier vorne links auf dem Berg, ja? Also da auf dem Hügel, wo wir mal hingehen. Der Metallberg ja? Halt. Okay. Mit dem T-Rex oder mit dem Spino und T-Rex? Oder ja, ja, ich bin schon mit dem Spino. Wo bist du eigentlich hingelaufen? Ich bin am Strand. Okay. Trau mich noch nicht ins Wasser zu gehen, das Wasser ist zu kalt. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz was abchecken kurz. Oh, wenn ich schon gerade beim Färben bin. Wie mache ich das? Ich nehme einfach die Farbe wieder ins Inventar und ziehe ihn auf den Gürtel, auf den Sattel. Ja, du musst aber den Sattel vorher abnehmen. Okay. Okay, 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 okay. Ist ja gut, ist ja gut. So. Mann. Mach nicht so einen Lärm, ey. Ja, okay. Ich hab meinen T-Rex ein bisschen angemalt. Allgemeine Schwäche. Wie machst du das? Mit dem Pinsel, aber das ist eine ziemliche Frickelei. Ich glaube, dafür fehlt dir die Geduld. Mir fehlt die Geduld. Mir fehlt die Geduld. Wie kommst du denn darauf? Na, ich krieg's ja also mit, oh scheiße, das geht nicht, und ich krieg's nicht hin, kacke, Arschpenner. Kacke habe ich mir nicht gesagt, alles andere bin ich mit einverstanden. Alles scheiße. Muss nur eine Farbe hin. Okay, dann los. Up. Okay. Up in the water. Hast du dir angeguckt, meine T-Rex? Ja, den weißen Kopf habe ich gesehen. Das sieht gut aus. Haben dann noch den die Rückenplatten rot gemacht. Oh, Rex tot. Dodo blut platt geweißt. Ah, ich muss kurz warten. Das ist kein guter Schwimmer. Bevor er mir absäuft. Ja, ich komme dir mal zur Hilfe. Weil hier sind nämlich ganzen. Radio, was macht denn dein Vogel hier oben, dein Kleiner? Die habe ich eben weggeschmissen aus Versehen. Mal zum x-ten Mal. Weggeschmissen. Mal wieder. Guck mal, der hat einen Kopf unter Wasser, verbraucht trotzdem kein Oxygen. Oh, da kommen schon die Spanners zu mir. Schnapp, schnapp, schnapp. Ja, sorry.
glaube, Ole wollte auch noch was fragen. Wie ist denn, ich habe so einen Pinsel, so einen weißen Pinsel, aber was kann man damit machen? Gar nichts. Doch, du kannst damit deine Wände anmalen. Häuser bemalen. Meine Wände? Ja. Im Haus, Holzhaus. Da kannst du eigentlich alles mit bemalen, nicht nur das. Du kannst alles mitmalen. Alles kannst du bemalen. Mit meinem Vogel, oder? Auch, ja. Aber wie geht denn das? Jetzt musst du mit dem Pinsel einfach mal auf und drauf hauen. Draufschlagen. Farbe, musst du draufschlagen. Einfach musst du die Farbe kochen. Steckst ein bisschen fest, Kleiner, hä? Schnapp. Oh, ich komm nicht hin, kein Power. Ja, auch nicht. Jetzt rennt er weg. Feiglinge. Level up. Jetzt alles eingesammelt, ey. Pfeile. Clove Pants, das brauchen wir ja auch nicht mehr. Nein. Linkshot. Ach, ich hab das mal behalten, ich dachte, das wären lange Unterhosen. Das ist mein Schlafanzug. Ich bin schon auf die Berg. Ist ja auf die Berg. Oh, das, ich will mal irgendwas fressen hier. Nein, da kommt er nicht hin.